Das Duke Game gerät völlig außer Kontrolle. Ich habe die spannendsten und schon fast frechsten Dupes von Amazon für euch heute. Und wir haben wirklich Fenty Beauty, Rare Beauty komplett hintergangen. Kylie Cosmetics und einen kleinen Hack, der euch vielleicht hilft, dass euer Make-up besser wird. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird's aufregend. Ich habe es eben schon angekündigt. Wir haben wirklich, es sind schon fast Criminal Side-Eye-Dupes. Das ist schon wirklich frech. Aber ich dachte mir, ich zeige sie euch trotzdem, weil ich glaube, dass das für die ein oder andere ganz spannend sein könnte, die grundlegende Textur der Produkte erstmal zu verstehen. Bevor wir das machen, wird es sehr, sehr theoretisch, denn ich habe zwei Sachen gekauft, auch auf Amazon, sehr, 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 sehr günstig, die sehr, sehr gut sind und die mir im Alltag helfen, auch eine Menge Geld zu sparen. Vielleicht erinnert ihr euch, vor einigen Wochen habe ich ein Video gemacht, wo ich euch den blauen Concealer von e.l.f. gezeigt habe, beziehungsweise Concealer in sämtlichen Farben. Es hat mir so gut gefallen, es hat euch vor allen Dingen auch so gut gefallen, dass ich gedacht habe, okay, komm, wir gehen jetzt nochmal in die Tiefe mit rein. Und ich habe hier einmal weiß und einmal blau. Und wir werden heute einer meiner liebsten Foundations, die farblich leider nicht ganz so gut passt, für mich perfekt anpassen. Und wenn ihr euch zwei dieser Dinger kauft, vielleicht noch einen dunkleren oder einen roten, je nachdem, was euer typisches Problem mit eurer Haut ist, ich verlinke euch alle Produkte, die ich benutze, hier unten. Und ich würde vorschlagen, let's go. Ich sehe ein bisschen gerötet aus, liegt aber daran, dass ich mich gerade abgeschminkt habe. Also lasst euch davon definitiv nicht verunsichern. Ich bin frisch und ich bin glowy. Apropos glowy. Ihr wisst es, ich liebe glowy Make-up. Und gerade jetzt im Sommer, oder Sommer, okay, Maxim. Gerade wenn es jetzt Richtung Sommer geht, ist etwas für mich ganz, ganz Schönes, dieses Glowish-Produkt. Ich mag das sehr gerne. Leider sind die Farben sehr begrenzt. Ich glaube, es gibt nur 6 oder 9 Farben, die sehr, ja, es ist nicht so mein Cup of Tea an Farben. Aber ich liebe die Textur. Das ist ein Multi-Dew Skin Tint. Das ist sehr, sehr glowy. So wie ich jetzt aussehe, nur als Foundation. Das Problem, was ich hiermit habe, ist, wie gesagt, die Farbe. Sie ist für mich im Sommer zu dunkel. Die 3 ist zu dunkel. Die 2 ist zu hell. Sie ist mir zu gelb. Ich finde sie ein bisschen zu. Es sieht sehr nach Matt Mousse Make-up aus von der Farbe, so ein bisschen orange. Und ich möchte das Ganze anpassen. Und dafür habe ich hier von D-Roll Art Galleries Foundation Mixer. Ich habe es einmal in Blau und einmal in Weiß. Weiß zum Aufhellen, Blau zum Ausgleichen von zu gelblichen Tönen zu warmen Tönen. Und deswegen, wir mischen jetzt einfach mal und schauen, wie es funktioniert. Ich habe sie schon benutzt. Ich habe diese Foundation-Tatsache damit nur noch nicht benutzt. Ich starte auch direkt mit Blau. Blau wird euch, wenn ihr euch das Farbrad anschaut, gut helfen. Und ihr braucht nicht viel davon. Sonst wird es zu grau. Ich mische mir das jetzt einfach mal hier rein. Der Vorteil von diesen D-Roll-Dingern ist, dass es nicht zu. Also man muss ein bisschen aufpassen. Es wird sehr schnell sehr olivfarben. Deswegen gehe ich jetzt noch ein bisschen mit der helleren Farbe mit rein. Und das Weiß ist echt spannend, weil ihr damit wirklich tolle Effekte machen könnt. Ihr könnt eure Foundation aufhellen, ihr könnt euren Concealer aufhellen. Schaut mal. Perfekt. Und so kann ich das Ganze mir ein bisschen besser anpassen. Wenn ich das Ganze jetzt im Vergleich daneben nochmal mache, seht ihr diesen krassen Unterschied. Ich bin jetzt sehr rot, aber glaubt mir, wenn ich das Ganze jetzt aufgetragen habe, wird das Ganze deutlich besser. Das ist eine Möglichkeit, die ich euch immer empfehle, wenn ihr eine Foundation habt, die im Sommer vielleicht ein bisschen zu hell ist und im Winter zu dunkel ist, dann könnt ihr mit diesen kleinen Dingen einfach super viel Geld sparen, weil ihr halt nicht immer eine neue Foundation braucht, sondern ihr könnt eure Foundation auch einfach anpassen. Und ich mische mir das jetzt einfach mal hier auf meine Haut und ihr seht sofort, wie viel besser das Produkt passt. Ich habe gleich noch einen krassen Hack, den habe ich auf TikTok gelernt. Und auch der spart euch Geld. Also mein Ziel ist es, mit meinem Kanal euch wirklich zu helfen, entweder richtig schöne neue Produkte zu finden oder euch Produkte zu zeigen, die ihr zusätzlich zu denen, die ihr schon habt, kaufen könnt, damit ihr mehr aus den Produkten habt. Und ich glaube, mit diesen farbanpassenden Dingern ist das eine wirklich sehr, 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 sehr gute Sache, weil ihr recht schnell ein sehr schönes Ergebnis bekommt. Und das kostet, glaube ich, 6 €. Die Foundation kostet 36. Lieber gebe ich 6 € aus und kann meine Foundation bis zum Ende aufbrauchen, anstatt mir nochmal eine neue zu kaufen, die dann vielleicht auch nicht so richtig passt. Oder auch gerade in der Drogerie. Ich weiß, dass viele Mäuse Probleme haben, eine
hell genug Foundation zu finden. Von dunkel ganz abzuschweigen, ganz anderes dramatisches Problem. Aber es geht natürlich auch in die helle Richtung und auch da ist dieses Weiß sehr, sehr gut. Das verändert nicht die Textur der Foundation. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist ein sehr, sehr gutes Produkt und ihr seht, wie schön das auf der Haut aussieht. Ich wollte es euch nur noch einmal kurz zeigen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Und ihr seht das, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Weiß gehabt und kann dann gleich hier schon mal so ein bisschen aufhellen und brauche dann am Ende kein Concealer mehr an der Stelle. Ich nehme Beauty-Schwamm und blende das alles einmal ein. Und jetzt kommen wir gleich zu den Amazon Dupes. Ihr wisst es, ich bin ein großer Freund von Dupes. Es ist so ein bisschen schwierig, die Grenze zu ziehen zwischen Dupe und Abklatsch. Ich glaube, heute ist es schon. Das eine ist eine gute Alternative, der Rest ist schon ein bisschen Abklatsch. Ich wollte es euch trotzdem einmal zeigen, weil ich glaube, dass das eine, dennoch unabhängig davon, wie es aussieht, eine gute Alternative ist. Wir kennen alle diese Rare Beauty-Dinger, phänomenale Formulierung, sehr, sehr gut, aber sehr, sehr pigmentiert. Ich habe das hier gefunden. Farblich ist jetzt kein Vergleich, ne? Aber der Rare Beauty Blush ist von der Textur her nicht so wässrig, der ist recht matt. Super schön. Der hier von Amazon ist sehr viel wässriger, sehr viel flüssiger, sehr viel reflektierender. Deswegen trage ich den mal auf. Was ich entdeckt habe, auch der hat hier hinten so ein kleines Füßchen, dieses Herzchen mit drin. Er sieht auf der Haut aber wirklich sehr, sehr schön aus. Deswegen wollte ich ihn euch einfach mal zeigen. Er verblendet sich so ein bisschen ins Nichts, was ich sehr, sehr gut finde in dem Fall, weil er dadurch einfach viel, viel natürlicher auf der Haut aussieht. Schaut euch das mal an. Ich bin jetzt sehr glowy, ich drehe das Licht gleich weg. Aber der hinterlässt halt so ein eingefärbtes Gefühl. Ähnlich wie dieser Essence What a Tint, der eurer Haut ja nur so einen Hauch an Farbe gibt, ist das auch. Den kannst du auch gut auf den Lippen tragen, weil er halt nicht zu matt ist, sondern er sieht sehr, sehr schön aus. Ich finde den gut. Das Packaging ist sehr, sehr ähnlich. Das Gold von dem Amazon Dupe ist ein bisschen anders. Rare Beauty fühlt sich auch fester an. Aber es gibt es auf Amazon zu kaufen. Und es war innerhalb von einem Tag da. Also es kommt nicht auch erst irgendwo anders her, sondern es ist auch schon hier vorrätig. Und es ist ein wirklich wundervoller Blush. Ich mache mal kurz Concealer drauf und dann haben wir einen Highlighter. Und ich glaube, ihr seht jetzt auch, wie schön das alles zu meiner Hautfarbe passt. Ich muss jetzt nicht mehr grob mit irgendwie Bronzer oder so hier alles anpassen. Aber alles ist sehr harmonisch und das ist wirklich dieser Vorteil von diesen Farbcorrectern. Ich habe, wie gesagt, schon mal ein ähnliches Video dazu gemacht, wo es wirklich nur um diese Corrector ging. Es ist eine gute Sache, wenn man sich am besten so ein Farbrad hinstellt, dann kann man das so ein bisschen ausgleichen. Man sieht ja dann, ah, die Foundation ist ein bisschen zu rot, dann muss ich die Farbe reinmachen. Wenn sie ein bisschen zu kühl ist, muss ich die Farbe reinmachen. Und so könnt ihr das Ganze immer schön anpassen. Blush gefällt mir sehr, sehr gut. Was mir aufgefallen ist, ich habe ihn ja jetzt schon ein paar Tage, ich kann ihn auch über eine gesettete Base rübergeben und habe dann immer noch dieses Wet Skin Effekt, ohne dass er die Foundation zersetzt. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ihr wisst auch, dass einer meiner liebsten Highlighter aus dem High-End-Bereich der Fenty Beauty Diamond Bomb ist. Das ist im Prinzip kein richtiger Highlighter, das ist eigentlich nur so eine durchsichtige Schicht mit Glitzer. Liebe ich sehr. Ich trage mal den originalen auf dieser Seite hier auf und ihr könnt den kaum, ja doch, man sieht ihn so ein bisschen. Ich finde im Alltag oder im Real Life sieht der noch ein bisschen schöner aus, weil der so wet aussieht. Ich habe auch gesehen, dass jemand ihn neulich als Körperhighlighter benutzt hat. Sie hat dann einfach so ein Bürstchen genommen und das dann über ihrem Gesicht verteilt und auf ihrer Hijab. Das sah so toll aus. Habe ich geliebt, habe ich wirklich sehr geliebt. Schönes Produkt. Amazon hat den Diamond Highlight von Heilun Liren. Packaging ist schon ähnlich. Fenty Beauty ist ein bisschen weniger reflektierend. Hinten ist hier Fenty, hier ist nur eine 1. Es fühlt sich aber auch vom Feeling her gleich an. Oft ist es so, dass die meisten Produktionsstätten dieselben Produkte produzieren. Das ist jetzt made in USA, aber es kann sein, dass die Verpackung hier von Fenty in China beispielsweise produziert wurde und die Produktion, die dann auch weiterverkauft. Das passiert sehr, sehr oft, dass Hersteller die Komponenten einfach danach weiterverkaufen. Nach einer gewissen Zeit kann man halt wenig gegen machen. Auf der anderen Seite benutzen wir den hier und ich finde, dass der auf der Haut auch sehr, sehr schön ist. Der ist halt nicht, und das muss man sagen, ist bei Fenty ganz besonders, bei Fenty sieht es aus wie nass.
Hier hast du halt nicht dieses extrem nasse, sondern du hast diesen Schimmereffekt. Und ich finde, das sieht sehr, sehr erwachsen aus. Also es sieht ein bisschen normaler aus als das. Das ist hier einfach nur Dubai Landebahn. Das ist einfach nur ein glitzeriger Highlighter, den ich mir auch sehr gut all over the face vorstellen kann. Er fühlt sich nicht ganz so gleich an. Ihr seht es auch im Swatch direkt. Der ist ein bisschen weißlicher natürlich, weil der einfach viel, viel mehr Schimmer hat. Fenty und Hailu Hairen. Trotzdem ein sehr, sehr gutes Produkt, unabhängig. Und das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Ich hätte das Produkt auch gekauft, wenn ich wüsste, wie es wäre, wenn ich eine andere Verpackung gehabt hätte. Ne? Das will ich nochmal ganz klar machen. Ich habe die Sachen ja alle schon getestet und ich fand alle sehr, sehr gut. Deswegen habe ich die auch in diesem Video benutzt oder habe ich dieses Video gemacht. Nicht unbedingt, weil es ein Abklatsch von ist, sondern weil es ein sehr gutes Produkt ist. Passend dazu würde ich euch gerne das hier nochmal zeigen. Das ist auch von Amazon. Das war ausverkauft. Ich habe aber noch eine Alternative für euch. Das sollte auch eine Alternative zu den Charlotte Tilbury Produkten sein. Ich finde das deutlich besser als das von Charlotte Tilbury. Also ich habe das von Charlotte Tilbury mittlerweile auch aussortiert. Es war eh schon ein paar Tage zu alt. Das ist sehr, sehr kühl. Das ist super, super grau und man kann damit einfach sehr schön arbeiten. Und es ist halt ein Kontoton und kein Bronzerton wie der von Charlotte Tilbury. Was ich gesehen habe und was man sehr, sehr gut machen kann, auch das zeige ich euch jetzt nochmal kurz. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Heute ist sehr, sehr fokussiert auf Fakt, Fakt, Fakt. Aber ich glaube, es hilft auch manchmal. Ich habe hier einen Bronzer, einen Cream Bronzer von Charlotte Tilbury. Liebe ich sehr. Der ist sehr, 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 sehr warm. Also geht schon fast in diese Orange-Richtung. Ne, wenn man den ausblendet, ist der schon sehr warm. Was hilft, ist das hier, das Blaue. Ein wirklich kleiner Tropfen, es wird schon zu viel gewesen sein. Ich nehme ein bisschen weg. Das macht das Produkt direkt zu einem Contouring-Ton. Und ihr habt einfach einen etwas graueren Ton. Und das könnt ihr mit allen Cream-Bronzern machen, die euch von der Textur her gefallen. Und ihr sagt, okay, ihr wollt daraus einfach vielleicht einen schönen Konturton haben. Ich trage den jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen rüber und ihr seht sofort, super pigmentiert und ist halt so eine schöne Kombination. Ihr könnt dadurch natürlich auch, wenn ihr Zeit habt, so ein bisschen spielen. Wollt ihr ein bisschen weicheres, wollt ihr ein bisschen stärkeres, warm, ein bisschen kühler, so wie es euch gefällt. Und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Auch das habe ich bei TikTok gelernt. Ich muss es dazu sagen, TikTok hilft mir mittlerweile auch echt gut, neue Techniken zu lernen und einfach auch zu verstehen. Und ich lieb's. Ach so. Wir haben noch was anderes. Auch spannend. Das ist original. Ich finde es original gerade nicht mehr. Egal. Dior hat diese Lip Oils. Ich mag die Textur davon nicht. Ich mag lieber das Dupe von Catrice. Das ist hier nochmal von Amazon. Packaging ähnlich. Dior hat hier noch so eine Kappe drauf. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wo es ist. Ich habe das doch hier liegen. Kommt dem schon recht nah. Ich würde es aber auch von der Formulierung nicht miteinander vergleichen, weil das einfach nur so ein bisschen ölig, ein bisschen Farbe hat. Das ist ganz spannend. Das hat so einen leichten Menthol-Touch mit drin. Ein Color Reviver Cherry Oil. Das Füßchen ist sehr groß. Gibt auf den Lippen nur so einen ganz leichten Hauch Farbe. Ähnlich wie diese Catrice-Menthol-Dinger, aber nicht so stark. Einmal in rosa. Ich habe es noch in orange. Und da ist die Kappe drauf. Ja, Freunde, ne, das ist halt das, was ich meine. Das ist, ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Produktion, die das hier gemacht hat, auch das hier macht. Von der Verpackung zumindest her. Das gibt es auch in orange. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, das ist ähnlicher als das rosa, ne? Es riecht ähnlich. Oh ja. Es gibt so einen leichten orangenen Touch auf die Lippen. Mag ich auch sehr gerne. Ich finde, das streift hier etwas zu viel ab. Es sieht aber sehr luxuriös aus, ne? Also das muss man schon sagen. Es ist exakt dieselbe Verpackung. Der Inhalt ist halt anders. Aber ich finde den Inhalt auch unabhängig. Ich wiederhole mich, ne, damit mich niemand falsch versteht. Unabhängig sehr, sehr gut. Auch von dem hier. Hier ist es halt jetzt nochmal in Orange gewesen. Ist schön für den Sommer. Das letzte Produkt ist Tatsache aber mein Favorit gewesen. Ihr wisst es, ich bin ehrlich gesagt nicht mehr so die Liquid-Lipstick-Maus. Vor allen Dingen bei so super, super trockenen Liquid-Lipsticks. Ich hatte ja neulich hier diese Limited Edition Kylie Cosmetics Farbe.
Ich mag die eigentlich ganz gerne. Sie sind mir persönlich immer nur ein bisschen zu trocken. Ich brauche darüber immer ein bisschen Pflege. Ich habe eine Alternative auf Amazon gefunden, die ähnlich ist, aber nicht so trocken und auch nicht gleich. Auch hier mit zwei Produkten, einem Lip Liner und dem Liquid Lipstick. Auf der Verpackung steht Lipgloss drauf. Es ist kein Lipgloss, es ist ein Liquid Lipstick. Ich liebe die Farbe. Das ist die Farbe 06. Erstmal alleine die Farbe des Lip Liners ist schon sehr gut und auch der wird ein bisschen matt. Aber das hat mir am besten daran gefallen, der Liquid Lipstick ist heller als der Lip Liner. Nur ein Stück. Er riecht nach Wassermelone und er braucht einen Moment, bis er antrocknet. Aber dann hält der wirklich gut. Natürlich hält der nicht einen Döner aus, aber das ist halt auch das Ding von Liquid Lipsticks. Die halten Wasser aus. Aber Öl halten halt alle nicht aus. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Sie sollen aber kein Öl aushalten, weil die musst du ja auch irgendwie wieder abkriegen. Die Textur davon gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist sehr leicht auf den Lippen, ähnlich wie die von Kylie, ohne dass sie austrocknen. Und ich finde die Farbe halt auch ganz besonders schön. Es ist ein sehr, sehr schönes Matt. Nicht so ein knochentrockenes Matt, aber schön frisch. Ich würde jetzt nicht mit dem Lip Oil rübergehen, weil das Ganze wieder zersetzen wird. Ihr könnt aber mit dem Gloss rübergehen und habt hiermit echt eine schöne, ja, ein schönes Produkt. Ich finde, da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen, was kann man noch dupen? Also bei mir hört's eigentlich schon auf, wenn, ich meine, da steht auch Lip Glow Oil drauf. Das Einzige, was halt nicht drauf steht, ist Christian Dior. Ne? Da finde ich schon ein bisschen schwieriger. Es ist sogar dieselbe Schriftart. Finde ich persönlich, muss nicht sein. Ich möchte aber niemandem vorschreiben, was er sich kauft und was er nicht kauft. Ich zeige euch nur die Sachen und ich sage ja auch, die Sachen sind unabhängig vom Dupe gut. Deswegen bin ich sehr gespannt, was euch an den Produkten am besten gefallen hat. Würdet ihr die Sachen ausprobieren, wenn ihr sie jetzt vor allen Dingen auch gesehen habt und hättet ihr sie auch gekauft, wenn ihr nicht gewusst hättet, dass es ein, in Anführungszeichen, Dupe ist? Da bin ich super gespannt. Ich verlinke euch einige Produkte unten in der Infobox. Wie gesagt, die größte Empfehlung sind Tatsache diese beiden Dinger hier, einfach um die Foundation anzupassen. Ihr werdet damit echt ein schönes Ergebnis haben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Bis zum nächsten Mal.